Hallo, hallo, Freunde des Übernatürlichen, des Paranormalen. Hier ist der Paranormaler mit der Amon. Im wirklichen Leben Andreas. Wir möchten heute wieder eine Reise nach Russland unternehmen und uns an einem Ghost Hunter hängen, der Dark Ghost heißt. Dark Ghost heißt. Um mit ihnen einen alten Kindergarten zu erforschen. Wobei er diesen schon erforscht hat, aber er den Geist des Hauses noch nicht so richtig bekommen hat. Wir hängen jetzt uns an den Darkness. Ich muss erstmal. Hallo Darkos. Hier ist der Paranormaler mit mir. Ich gehe jetzt für Sie in die Zwischenwelt. Hallo Zwischenwelt. Hier ist der Paranormaler mit mir. Amon. Ich möchte die Verbindung zur Seele von Dark Ghost haben. Ich möchte die Verbindung zur Seele Dark Ghost übernehmen. Wir sind in einem Kindergarten in Russland. In einem zerfallenen Kindergarten. Sehr runtergewirtschaftet. Ich suche den Geist des Kindergartens. Wer wird da sein? Wer ist dort? Es muss ein Kind sein, das gefallen ist. Die Seele hat den Darkost in den Keller gelockt. Sind wir jetzt in den Keller? Welche Seelen herrschen hier? Wie heißen die Seelen? Wie heißt du? Bist du in der Schule präsent? Was soll ich tun? Weglaufen? Wieso soll ich weglaufen? Bist du so böse? Im River bist du gestorben. Im Fluss. Сколько вас? Сколько вас?
Da muss ich mal sehen, aber ich glaube nicht. Du bist doch in der alten Schule. Da steht zum Beispiel ein. Da ist vier Räume mit Stühle. Und einmal im Kreis und dann werden die auseinandergeschoben. Kennst du das? Fakt. Ich bin der Andreas. Ja. Hast du Kontakt zu dem Dark Ghost? Lass mich auch Kontakt haben. Ist egal, ich weiß nicht, ja. Wir sind nicht böse. Darkos ist auch nicht böse. Ich auch nicht. Ich komme euch nur besuchen. Ich bin immer mit dem größten Respekt, mit dem größten Frieden und mit der Liebe im Herzen dabei. Kannst du mir eine russische Begrüßung sagen? Kannst du bis 10 zählen? Ja, weiter. Welcher Geist, welche Seele haben wir jetzt hier? Von dem Kind. Es ist ein Kind, was gesagt hat, es spielt hier immer nur. Und es fühlt sich einsam. Er weiß nicht, ob er eine Freundin hat. Leon! Was ist mit dir, Leon? So, Leon. Wie alt bist du, Leon? Zehn?
Warst du gerne in diesem Haus? Was hält dich in diesem Haus? Was hält dich in diesem Haus? Was ist mit Gott? Der ist da bei den Toten. Das ist wohl wahr. Wieso bist du gefangen an diesem Ort, Leon? Darkus, Darkus, versuche es rauszubekommen, wieso er gefangen ist. Warum bist du gefangen hier an diesem Ort? Ich werde die Verbindung jetzt langsam schließen. Nicht zu vergessen, dass ich mich noch verabschieden muss. Hier. Ich verabschiede mich von dem Darkus. Darkus. Und von dir, Leon, ich war hier mit dem größten Respekt, mit der größten Freiheit, mit der größten Liebe meines Herzens für euch. Ruht in Frieden, wenn ihr ruhen könnt. Und Leon, wenn du das weiße Licht siehst, geh hinein. Das Licht ist voller Liebe für dich. Voller Liebe und Wärme. Du kannst dort reingehen, ja, in das Licht. Siehst du das Licht? Siehst du das Licht? Sag ja oder nein. Da oder nicht? Geh rein mit deinem Geist. Geh rein, du lebst in aller Fröhlichkeit. Und die Jahrhunderte, die du gespuckt hast, oder ja, Jahrzehnte, die kannst du vergessen. Geh hinein ins Licht. Ich bedanke mich und tschüss.